ja, wir spielen auf alle Fälle nachher noch Rocket League. Ich warte bloß, bis die Jungs noch, reinkommen hier im Chat. Vielleicht sieht man sie ja heute nochmal. Aber wie gesagt, Raziel ist auf alle Fälle immer am Start. Der spielt der Rocket League. Okay, wir müssen... Ich muss jetzt erstmal gucken, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich wollte den Rubin einsetzen. Der ist dort in die Tür. Okay, also ich muss, wir sind jetzt in der zweiten Etage. Wir müssen runter in die erste Etage. Und dann müssen wir, glaube ich, nach links und so weiter. Ach, Quatsch, was machst du denn hier? Runter. Immer runter. Immer runter. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich Rocket League nachher noch ein bisschen ein kleines Ründchen starten, würde ich sagen. Aber wie gesagt, wir müssen kurz warten auf die andere Bande hier. Diese Brigade. Mal sehen, ob die nachher noch auftauchen. So, hier ist ein Hunter, das haben wir ja schon gesehen. Wir gehen aber einfach weiter. Und dann war, glaube ich, hier noch ein Hunter. Ne, den haben wir platt gemacht, alles klar. Ja, moin. Ja, moin. Ich weiß nicht, ob wir da die Hunters platt gemacht haben, das weiß ich nicht genau. Aber wir holen uns erstmal die Magnum. Wir tauschen den Rubin gegen die Magnum. Ich glaube, das ist die Magnum Bar. Ne, das war falsch. Das war falsch. So, jetzt wird er mich gleich wahrscheinlich one-hitten. Hier. Der schreit aber. So ein Arschgeiger. Achso, und ihr könnt mich gerne unterstützen. Natürlich auf streamplatforms.com, CrawlP. Könnt ihr gerne eine Spende hinterlassen. Euro ist Minimum. Das kann man anders nicht einstellen. Aber wenn ihr gerne wollt, könnt ihr natürlich gerne mir auch was hinterlassen, ihr kleinen Schlingel. So, wir setzen den Rubin mal ein. Dann dreht sich die Mietzekatze. Und dann sollte eigentlich der Colt da sein. Den man auch gut gegen Hunters einsetzen kann später. Ah, da ist er doch, sag ich ja. Der Colt. Vielen Dank. Nee. Möchten Sie den nehmen? Colt Preton. Natürlich möchte ich sehen. Hey, Kazuki Cats GDS. Resi ist das einzige Aufspiel, das ich nicht gespielt habe. Warum das nicht? Das verstehe ich nicht. Fängt man nicht eigentlich immer mit dem ersten Teil an und dann kommen die anderen Teile? Nein. Aber manchmal ist es halt so. Kann man das noch kombinieren? Ich weiß das gar nicht mehr. Ging das noch? Nee, ging nur 6 Schuss rein. Okay. Goodie. Dann werden wir diese nämlich für die Hunter benutzen. Es gibt nicht so viel Munition für die Magnum. Also ich weiß auch nicht, warum die Colt Python hier heißt. Eigentlich ist es eine Magnum. In anderen Spielen heißt sie auch Revolver und so ein Scheiß alles. Da gibt es ja 1000 Ideen, was man da machen kann. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ja, sorry, dass ich immer so viel gucken muss, aber ich muss mich immer zurechtfinden erstmal. Okay, wenn ich hier links runtergehe und dann durch die Tür, dann durch die eine Halle. Theoretisch komme ich dann... Oh nee, da muss ich ja komplett hoch... Nee, ich muss hochgehen. Ich muss hochgehen. Ich will nicht komplett rumlaufen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, da bin ich echt voll. Da ich recht früh in meinem Leben mit der Reihe angefangen habe, kam ich nicht von den ersten... Ah, das ist schade. Aber ich würde dir auf alle Fälle den ersten Teil, würde ich dir auf alle Fälle ans Herz legen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das war damals wirklich ein Meilenstein der Spielemechanik. Das war das erste Mal, dass es auch richtige 3D-Modelle gab in PlayStation. Das fing ja alles mit PlayStation 1 damals an. Und das war wirklich der Meilenstein des Horror-Adventures oder, ja, wie nennt man das denn? Horror... Survival-Horror. Genau, Survival-Horror. Es war das erste Survival-Horror-Game, was es überhaupt gab. Davor hatte man ja nur Super Nintendo und sowas alles. Nintendo 64 gab es ja dann noch. Aber war halt alles nicht so, wo man sagt, holy shit, das ist so krass Horror, ich scheiß mir gleich in die Hosen. Das war wirklich das erste Spiel, wo ich mir wirklich in die Buchse gepuppert habe. Ich weiß noch ganz genau, und das werde ich nie vergessen. Wir saßen bei mir zu Hause, was heißt bei mir zu Hause, aber bei mir im Kinderzimmer saßen wir und haben wollten Resident Evil spielen. Mein Onkel hat damals das Resident Evil getauscht gegen mein Super Nintendo und bei Super Nintendo hatte ich glaube ich 20, 30 Spiele oder sowas. Und das hat er getauscht, oder ich habe es dann getauscht gegen die PlayStation mit Resident Evil 1 und Crash Bandicoot 1. Und ich muss wirklich sagen, Resident Evil war das mit Abstand krasseste, was ich damals wirklich erlebt hatte. Und man muss sich auch vorstellen, man hatte ja vorher nur so eine Knuddelscheiße, ne, mit Super Mario und sowas alles. Und ungelogen, mein Kumpel kam zu der ersten Szene, wo der erste Zombie kommt, ne, der sich so umdreht und dann dich anguckt, ne.
Das Spiel macht trotzdem noch Spaß. Wie gesagt, ich spiele es ja gerade. Bam! In den Rücken, Alter. In den Rücken, Alter. So muss es sein. Wie gesagt, ich spiele es ja gerade. Und wie gesagt, ich kann dir das wirklich am Herz legen, Digga. Das macht trotzdem mega Spaß noch. Das macht mega Spaß. Auch wenn es so alt ist. Aber ich würd mir das Remake gönnen. Also du musst ja nicht das hier mit dieser Grafik spielen. Es gibt ja auch ein Remake von Resident Evil 1. Und das ist nochmal Grafik natürlich schön aufgehübscht und sieht natürlich klasse aus. Und ja, ich muss andauernd immer auf die Karte gucken. Und das sieht auch klasse aus. Und man muss auch sagen, das Remake ist noch um einiges besser. Weil es hat mehrere Passagen hinzugefügt, also neue Abschnitte und so weiter hinzugefügt. Und es hat auch die meisten Rätsel verändert. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass sich das Spiel nochmal selbst in Rätseln und Abläufe und alles nochmal ein bisschen übertrumpft als das vorgängige. Ne? Dass es nicht stupides, ja, wie nennt man das? Ist ja kein Remake. Ein Remake ist ja, wenn neue Sachen... Okay. Ein Remake ist ja das, wenn es komplett neu, also wenn es halt quasi die Base nimmt, aber halt ein bisschen neu macht. Und ist das eigentlich ein T-Virus noch? Im Resident Evil 1 geht es hauptsächlich nur um den T-Virus, ja. In Resident Evil Form und so weiter. Also die haben schon wirklich was gemacht und das Remake sieht auch klasse aus. Kann ich dir wirklich ans Herz legen. Also da wirst du wirklich nicht enttäuscht. Wenn du den ersten Teil nochmal gerne spielen willst, gönn dir auf alle Fälle den Remake-Teil. Kann ich nicht tragen. Kann ich das nicht nehmen, Alter? Kann ich das nicht schlucken? Ich will das einfach nur schlucken, Alter. So, da sind nochmal blaue Kräuter, aber ich wollte eigentlich... Ach Mann, ich muss echt... Boah, ich muss einmal nach unten. Das ist ja echt erbärmlich, Alter. Muss ich ja nochmal an die Schlange vorbei. Das ist ja kacke. Für welche Konsole ist das Remake? Das Remake gibt es für PC oder PlayStation 3. Für PlayStation 3 gibt es sogar ein Bundle, da ist das Resident Evil Remake 1 bei. Und gleichzeitig ist auch noch, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, Operation Raccoon City, wo du halt so eine Spezialeinheit von Umbrella spielst. Und, lauf damit. Lass das. Wo du eine Einheit spielst von Umbrella, die halt, sich durch Resident Evil 1, 2 und 3 und so schlängelt, wo du halt da schießen musst und sowas. Ja, okay. Ja, und diese gibt es als Bundle für PlayStation 3 und für PC. Ja, da hast du dann beide Spiele mit drin. Und es gibt auch noch ein Bundle mit Resident Evil 1 Remake mit, ich muss sagen. Resident Evil 1 Remake und, wie heißt denn das? Resident Evil 0. Resident Evil Zero wirst du ja vielleicht auch kennen. Das spielt ja vor dem ersten Teil hier. Das Spiel ist lauter zu, okay. Das können wir ändern. Das ist kein Problem. Der Zug wird ja dort, kann ich das nicht betätigen? Doch. Dort wird ja der Zug erst kollidiert. Also, das ist eigentlich so. Im Zug ist es so, dass dort das Virus ausgesetzt wird. Und ich glaube, der Zug macht, glaube ich, einen Unfall und dadurch entweicht der Virus erst alles. Hey, Rafte, moin, oder Abend. Und dadurch entweicht der Virus erst. Und dadurch passiert das eigentlich alles. Und natürlich haben sie das Virus auch hier in diesem Herrenhaus freigesetzt, ganz klar. Das haben die ja sowieso gemacht. Wir wurden ja sowieso als Einheit hier hingelockt und wir wissen ja, dass Reska der Bösewicht ist. Freundschaftsanfrage. Ey, Felix, danke für deine Freundschaftsanfrage. Habe ich gerade mal angenommen eben. So, dann sind wir erstmal auf Okay-Stand. Jetzt muss ich natürlich einmal die Kurbel betätigen, damit das Wasser weggeht. Und dann komme ich nämlich unten in die Kanalisation rein. Also klar, es gibt noch einige Teile, die ich nicht gespielt habe. Aber Code Veronica, Revelation 2 etc. Ja, Code Veronica ist auch wirklich sehr, sehr schlecht gealtert. Ich habe Code Veronica einmal durchgespielt. Und dann auch nie wieder angefasst. Weil Code Veronica kannst du dir jetzt wirklich nur auf Krampf. Kannst dir wirklich nur noch auf Krampf geben. Weil Code Veronica, die Steuerung ist wirklich so schlecht gealtert. Also klar, es ist auch die Panzersteuerung, die wir hier aus dem ersten Teil kennen. Aber Code Veronica ist wirklich so schlecht
Auch mit den Dialogen und Monstern und sowas alles. Ach. Also Code Veronica kann man wirklich nur einmal durchspielen und dann muss es aber auch gewesen sein. Oh, ich habe die Kurbel nicht mitgenommen. Ich dusse. Ich habe noch gesagt, ey, nimm die Kurbel mit. Ach, Leco Mios Fatzkus. Wollte mal wieder einen Klassiker sehen. Ja, Resident Evil, Klassiker ohne Ende, Alter. What is it? Is it blood? Is it crisp blood? Nee, I hope it's not crisp blood. I hope it's not crisp blood. Wo ist Chris? Diese Dialoge hier aus Resident Evil 1 sind sowieso auch sehr kultig. Aber Revelation ist echt ein gutes Spiel. Mega überrascht, ein gutes. Revelation 1 ist sehr geil. Muss ich auch wirklich sagen. Revelation 1 ist sehr gut. Das ist ja da, wo du Jill Valentine wieder spielst, die da sowas in so einen alten Tanker unter Wasser und sowas begutachtet. Sehr gut gemacht, das Spiel. Auch von der Grafik her top. Was mich halt ein bisschen stört, ist dann diese große Oberweite von Jill Valentine. Das ist schon echt ein bisschen übertrieben gewesen. Und dann auch noch in diesen Tauchanzug und alles. Das war schon echt beängstigend. Ein bisschen. Weil man es eigentlich gar nicht so kennt von Jill. Jetzt muss ich natürlich komplett einmal wieder zurück, um diese scheiß Kurbel zu holen. Und das wird wahrscheinlich auch noch öfter passieren, dass wir diese Kurbel vergessen. Echt schlecht. Servus, Raziel. Ach, Raziel, es wurde schon eben gefragt von Felix, ob wir Rocket League spielen. Ich bin erstmal geflasht vom Kapitel. Ja, das Kapitel von Dragon Ball Super ist ja gerade rausgekommen um 17 Uhr. Mega cooles Kapitel, muss ich sagen. Man hat ja einige coole Dialoge. Und man merkt auch langsam, dass Son Goku und Granola sich anfreunden, weil Son Goku auch fragte, was ist da los und so weiter. Ne? Sehr cool auf alle Fälle, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir haben also gemischte Kräuter haben wir en masse, Leute. Da brauchen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Ich fülle das einmal auf und dann mache ich das zurück. Ich denke mal, so viel Munition werden wir nicht brauchen. So. Ich weiß auch nicht, ob ich lieber, ich weiß immer nicht. Ich denke den... Ich weiß nicht, ob die MP noch gut ist, ne? Es kommen halt hauptsächlich nur noch Hunters und so weiter. Es ist schwierig zu sagen, ne? Ob wir... Oder ob wir die Schrot brauchen, ne? Ich werde mal die Schrot mitnehmen. Einfach mal... Einfach um zu gucken, ne? Ich werde einfach die Schrot machen. Ich habe auch einfach zu wenig Platz, muss ich sagen. Ist halt echt erbärmlich. Klar, bin ich schon im Spiel. Ja, ich würde erst später dazu stoßen. Weil ich gerne hier noch das Resident Evil natürlich ein bisschen zocken will. Resident Evil 5 hat den Jill Fanservice gestoppt. Na, Resident Evil 5 war doch gar nicht mit Jill, ne? Resident Evil 5 war doch mit Chris und so einer Dunkelhäutigen. Das war doch gar nicht mit Jill. Ja, das ist krass, dass er die ganzen Fähigkeiten kann, aber wie gesagt, er ist ja der Stärkste im ganzen Universum oder wurde ja dazu gemacht und dazu gehören natürlich auch diese krassen Techniken, ne? Ja, aber Jill kam vor. Ach, Jill kam vor, okay. Na, Resident Evil 5 habe ich nur angespielt, war nicht mein Dings. Als ich Chris gesehen habe auf Steroide und extrem muskelbepackt, habe ich schon gesagt, nee, Leute, das kann ich mir nicht geben. Ich habe auch Resident Evil 6 nicht gespielt und 7 auch nicht. Nee, doch, 7 habe ich gespielt, aber Resident Evil 6 habe ich nicht gespielt. Ich habe über Resident Evil 6 leider nur Schlechtes gehört. Resident Evil 6 soll wohl nur ballern, 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 ballern sein. Und das gefällt mir halt einfach nicht, weißt du? Ich muss auch ein bisschen horrormäßig haben. Resident Evil 7 hat mich sehr mitgenommen. Darum habe ich auch hier Resident Evil 1 nochmal angefangen. Man merkt halt wirklich, wenn man viele Horrorspiele schon gespielt hat, dann ist dieses Game hier halt einfach nichts mehr, ne? Das ist halt hauptsächlich nur noch für Nostalgie und so weiter. Aber richtig erschrecken tut man sich halt nicht mehr, ne? Ach, du findest Resident Evil 6 gut, okay. Na, so hat jeder seine Meinung. Also ich habe nur Schlechtes gehört, weil es nur Geballer ist und nichts mehr so viel mit Horror zu tun hat. Ah, ja, okay. Ja, das Remake 3 habe ich ja auch gespielt. Ich habe ja auch den zweiten Teil gespielt vom Remake. Ich fand's sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, der dritte Teil. Aber ich muss sagen, sie haben einige oder sehr viele Passagen
rausgelassen aus dem dritten Teil, aus dem Remake. Das finde ich sehr schade. Alleine das mit dem Tower und sowas alles, da mit der Uhr, das kleine Rätsel und so weiter, das finde ich, hätten sie einfach drinnen lassen können. Das müssen sie nicht rausmachen, ne? Das finde ich halt sehr schade. Das ist auch nur Geballer. Ah, jo, okay. Dann hatten ja die Leute auch recht, dass es nur Geballer ist. Dann passt es ja in dem Fall. So kommen wir natürlich mit dem Aufzug nach unten. Wir haben das Wasser natürlich ausgestellt und jetzt kommen wir natürlich auch wieder hier rein. Wir werden aber auch mal... Wir werden erstmal die Schrot-Inscripten. Mal sehen, was uns erwartet. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Hunters es gibt, aber es sind einige dort drin. Und es sind auch viele Spinnen, muss ich sagen. Und ich hasse eigentlich... Also ich hasse keine Spinnen, aber die großen Spinnen sind schon sehr arzi. So, ich muss mal erstmal wieder was trinken. Ich bin so viel schon wieder am Quatschen. Er ist ja der Oberhammer. Ja, und ich warte halt nur noch, dass ich mir Resident Evil 8 hole, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen noch dauern. Ach, hier hätte ich die... Nee. Ja, aber ich werde die Schrot hier nicht reinpacken. Da kann man später eine Schrot reinpacken, glaube ich. Auch diese Geräusche, ne? So ein Tropfen und so weiter alles, ne? Sehr geil. Achso, jetzt sind wir hier unten. B1 im Garten. So, hier glaube ich, kommt nachher noch irgendwie so eine Szene mit dem Stein oder sowas. Ja, wie gesagt, wir spielen nachher nochmal eine Runde Rocket League. Ich weiß nicht, ob wir dann vielleicht ein Dreier-Team zusammenkommen. Also 3-3 wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie sieht es denn eigentlich mit Manu aus? Ist der eigentlich am Start? Ist er am Chisseln? Ach, der ist wahrscheinlich bestimmt noch im Training oder so. Der trainiert ja immer so viel. Ich habe gehört, von so viel Training kriegt man Schrumpel, ja, habe ich gehört. Oh, hier müssen wir auch noch was drehen. Das wird auch noch alles sehr ähnlich. Nein, ich habe halt keine Lust mehr zu kommentieren. Digga, das kannst du dir auch nicht mehr ansehen. So, wir haben einen neuen Überlebenden. Ja, anybody, Jill? What? Oh no. What? Oh I'm no. Alone. But why are you asking? Oh, yeah, I'm alone. Listen, the stars are going to be finished soon. Someone. Ja, die Stars wurden ja verraten. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Es gibt ja einen Verräter. Im Spiel ist er schon mal. Ah, das ist gut. Wenn er im Spiel ist, ist es gut. Der soll mein Stream. Streamst du auch rasieren? Ach, Kevin? Streamst du auch? So, jetzt wurde er natürlich abgeschossen. Und weil er nämlich gerade den Namen des Verräters sagen wollte. Haha. Wir wissen ja, wer der Verräter ist, ne? Wir wissen ja, wer der Verräter ist. Es gibt nur einen Verräter. Und das ist Wesker. Wesker. Wir haben uns die ganze Zeit schon verarscht. Im Grunde geht es nur hier rum. Ich würde ja gerne was einsammeln. Er konnte sich nicht mehr dieser Verletzung nicht mehr bewegen. Er hält irgendwas etwas fest. Na, lass mal los, die. Oh, Munition. Sehr geil. Ja, mache ich. Ach, du streamst auch. Okay, gut. Ja, das war der einzige Raum. Das war das Einzige, was wir hier in diesem Raum machen können. Das diente halt nur, um zu sehen, dass es halt einen Verräter und so weiter gibt. Finde es schade, aber dass es so wenig zu Stars eigentlich gibt. Es gibt eigentlich sehr viel über die Stars. Es gibt ja auch noch einige Comics und so weiter. Da fährt man halt ein bisschen Hintergrundwissen. Oh, da ist eine Kurbel. Sehr geil. Eine neue Kurbel. Eine Kurbel mit 6 Kant. Der Encrypt. Noch öfters mehr als eine Woche, dann kann ich einen Twitch-Namen wieder ändern in Reihlunzen. Das ist geil. Das freut mich. Dann sage ich euch. Und einer meinte noch, Black Goku wäre auch eine Movie. Ach, Digga. Das ist halt echt das Problem, ne? Die Leute. Die Viereckkurve. Siehst du, man muss immer alles prüfen, Alter. Sonst funktioniert das nicht, ne? Ich glaube nicht, dass Black irgendwie im Movie kommt. Das wird sowas nicht sein. Gegebenenfalls wird es vielleicht irgendwann. Wir müssen uns dann auch wirklich überraschen. Also es ist schwer, eine Prognose zu fällen über einen Film, der 22 kommen soll. Der 21 kommen soll. Ich glaube...
Was ist mit dir? Wie kann er hinter der Wand sein? Stirbst du jetzt mal? Tot? Naja, geht doch. Also so viele Schuss. Das ist ja der Hammer, Alter. Wie ist der dahinter gekommen? Ach, da ist ein Weg. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, da wäre nichts. So, wir sind in den Raum. Wir sind dort reingegangen. Jetzt wollten wir eigentlich geradeaus. Da hinten ist nämlich noch eine Tür und ein anderer Raum. Ich schau mal kurz. Ah, das ist das hier. Okay. Ich weiß gar nicht.